Was macht die DSDS-Gewinnerin Ellie Erl eigentlich heute? Die Siegerin der zweiten DSDS-Staffel erreichte mit ihrer Single This Is My Life Platz 3 der deutschen Singlecharts und mit ihrem Album Shout It Out Platz 33 der deutschen Charts. Die Zusammenarbeit mit Dieter Bohlen wurde daraufhin laut Medienberichten jedoch sofort gecancelt. Die Songs klingen zu Dieter Bohlen-mäßig. Bis 2009 veröffentlichte Ellie Erl 3 weitere Alben und 2011 erschien ihr Buch Gecastet, ein autobiografischer Jugendroman, wo sie ihre ganze Casting-Geschichte nochmal aufarbeitet. Seither hat sich Ellie Erl aus der kommerziellen Musikbranche zurückgezogen und arbeitet seit 2012 hauptberuflich als Musiklehrerin. Sie sagt, sie liebt ihren Job so sehr, sie möchte nicht mehr zurück.